Guten Tag, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Party Hard. In der letzten Folge haben wir die erste Party gemeistert. Innerhalb von 10 Minuten oder 8 Minuten, was ich relativ erstaunlich finde. Wir starten heute mit der zweiten Party und mal schauen, wie es klappen wird. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Like-Button zu drücken und mich, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe es mir überlegt, dass ich das jetzt jedes Mal am Anfang sage, weil am Ende, da kommt es meistens nicht an. So, dann drücken wir auf Fortfahren und wir gehen in die Bike-Party. Mit unseren guten Kerlen. Scheint so, als ob wir keine Zwischenfrequenz haben. Ich dachte, wir haben eine. Okay, hier sollten wir nicht anrufen. Glaube ich. Wir haben ein Pferd und ich bin direkt angekommen. Nein! Neustart, das zählte nicht. Das zählte nicht. Okay. Das Pferd ist nicht mehr da. Lalala. Machen wir das Bike hier kaputt. Wie immer. Oh oh. Okay. Wir gehen einfach das hier. Fackeln hier die Bude ab. Hier raus. So. Mal schauen, ob wir irgendjemanden. Den Typen will ich nicht gewinnen. Der Typ, der möchte alles umbringen, was vor ihm kommt. Ich hab vergessen, dass es da reinführt. Mist. Das wäre jetzt blöd. Okay, neuer Versuch. Wir tun so, als ob es die zwei Versuche nicht gab. Ich hoffe, diesmal klappt das mit den Truppen, weil in der letzten Folge oder letzten Streams war die der Ton immer versetzt. Das ist halt nicht so gut, wenn der Ton versetzt ist. Das ist auf jeden Fall dann relativ blöd.
Ah, da können wir gleich jetzt auch was. Der Wachmeister, das müsstest du sehen. Also der ist schon weg. Fallen können wir nicht mehr auslösen. Ich hoffe, die haben nicht gemerkt, dass ich das war. Also das wird das Arsch. Haha, der ist stark, der ist stark, der ist stark. Oh nein, mein Pferd ist jetzt wieder. Ich hab Hunger gedrückt. Nein! Okay, einer weiß, dass ich es war. Ich weiß nicht, ob der Polizist weiß, dass wir das waren. So, jetzt haben wir 33 von 42. Rauskommen, dann laufen wir direkt weg und dann kommen die da, kommen wir hin. Ihr seht ja auch, dass die meisten jetzt in der Mitte so hängen, weil halt die Leichen dort sind. Weil die halt sehr, sehr, sehr schnell gesehen werden. Dass die dann, die Menschen dort halt auch nicht hingehen, wenn die Leichen gesehen werden. Weil wer würde gerne neben der Leiche tanzen? Außer die komischen Leute. Komische Leute. So, nicht wirklich komische Leute. Ich einfach Leute, die gerne neben Leichen tanzen. So, wir ekeln die jetzt hier weg. Nein, keine Tanzzeit. Heißt, ich habe noch ein paar Minuten, um das komplett weg zu machen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, Junge. Einer von euch. Thank you.
Ja, du gehst weg. Komm weg. Nein, nicht noch uns. Nein. No. Easy. Ach, jetzt ist schon verkehrt. Gleich. Took me off the case after what happened with Katie. But let's just say it was keeping up to speed by other means. Once the ranch massacre happened, my colleagues were more than happy to unofficially keep me informed. It seemed obvious to me that this was just the beginning, and I had Las Vegas down as one of the contenders for the next attack. Of course, the problem is that Las Vegas is one hell of a landmass to keep a watchful eye over. The kicker is that he was spotted leaving the scene on a shuttle bus. A goddamn bus! So you're saying the perpetrator was calm, even after what he'd just done? I'm saying this guy was a fucking psycho. Please, Mr. West, try to stay professional. You're a funny guy. Either way, I still don't know how he evaded the entire police force descending down on him. It was like the devil was on his side.